Und es gibt ein weiteres literarisches Menü von mir. Ich möchte euch heute drei Romane vorstellen, die was beklemmend, bedrohliches haben. Teils offensichtlich, teils unterschwellig. Müsste ich eigentlich bei diesem Essensjargon bleiben? Dann wären es Romane, die Bauchschmerzen verursachen, zumindest aber Blähungen. Nee, ich glaube, das lasse ich raus. Zur Vorspeise gibt es 100 Augen von Samantha Schweblin. Das wurde übersetzt aus dem Spanischen von Marianne Garais. Und in dem Roman wird mit der Neugierde der Menschen gespielt. Das ist was uns allen im Blut liegt. Ich meine, wer würde nicht gerne mal bei den NachbarInnen Mäuschen spielen? Und genau diese Neugier wird sich in dem Roman wirtschaftlich zunutze gemacht. Es kommen nämlich sogenannte Kentuckys auf den Markt. Das sind kleine, süße Plüschtiere in verschiedenster Ausführung. Ich erinnere mich jetzt noch, abgesehen von dem Panda, an Drachen und Krähen, glaube ich. Und diese Kentuckys haben drei Räder, mit denen können die sich fortbewegen. Und eine, wenn man hier genau hinschaut, eine Kamera im Auge. Und bei einem Kauf eines Kentuckys gibt es zwei Möglichkeiten, dieses Kentucky zu benutzen. Die eine Möglichkeit ist, du bekommst einen Kentucky-Code. Also nicht das Plüschtier, das du mit nach Hause nehmen kannst, sondern eine Zahlenkombination, die du in deinem PC eingibst und dich darüber dann mit einem Kentucky, das dir zufällig zugelost wird, irgendwo auf der Welt verbindest und hast dann die Möglichkeit, dieses Kentucky zu steuern und halt über die Kamera zu beobachten. Das heißt, du betrittst die Privatsphäre anderer Menschen, kannst deine Neugier befriedigen, vielleicht deinen Voyeurismus, vielleicht auch auf Reisen gehen. Du weißt aber vorab halt nicht, wo die Reise hingeht. Und die andere Möglichkeit ist die, dass du dieses Kuscheltier mit nach Hause nimmst und dir natürlich bewusst bist, dass du beobachtet wirst und du weißt aber nicht, wer oder was dich da beobachtet. Und auch das kann natürlich verschiedene Beweggründe haben. Einsamkeit, vielleicht so Machtspiele, vielleicht einfach auch ein Spaß daran, beobachtet zu werden oder noch vieles, vieles mehr. Also entweder du entscheidest dich, ich bin die Besitzerin dieses Kuscheltiers und lass mich beobachten, oder ich steuere das Teil und beobachte selbst. Anhand dieser zwei Möglichkeiten werden dann verschiedenste Situationen durchgesponnen, wie sowas ablaufen könnte, wo das hinführen könnte, an verschiedensten Personen und überall auf der Welt. Und ich fand es besonders spannend, was so die Beweggründe der einzelnen Personen sind. Und auf der anderen Seite fand ich es auch echt erschreckend, weil die sind halt geschützt durch diese Anonymität, also auf beiden Seiten. Auch wenn man die beobachtende Person ist, weiß man ja nicht, wie diese Person auf der anderen Seite heißt zum Beispiel. Es sei denn, ja, man nimmt sich das zum Ziel, ist natürlich auch möglich. Ne? Man kann ja mit der Kamera auch vielleicht mal einen Blick auf die Post werfen zum Beispiel. Ne? Also das jetzt nur mal so am Rande, aber eigentlich sind beide Seiten geschützt dadurch, dass es anonym ist. Und es ist einfach interessant zu sehen, wie weit Menschen dann gehen, wie weit die das ausnutzen und dass es dann gar nicht so ein langer Weg ist von der Neugierde zum Missbrauch zum Beispiel. Ich denke, ihr habt bestimmt schon geschnallt, worauf diese Zukunftsvision hier anspielt. Das Internet ist einfach kein ungefährlicher Ort und Stichwort Alexa. Ja, man sollte sich vielleicht bewusst machen, was man sich da ins Haus holt und wo das hinführen könnte. Mir hat das Buch sehr gefallen, diese einzelnen Geschichten. Da waren natürlich wieder welche dabei, die mir mehr zugesagt haben und andere weniger. Und ich muss auch sagen, dass dadurch, dass ja so viele Geschichten hier drin versammelt wurden, wurde natürlich auch nicht in den einzelnen Geschichten in die Tiefe gegangen. Aber es hat für mich trotzdem funktioniert, weil ich irgendwie auch in diese BeobachterInnen-Position gehoben wurde und natürlich
wissen wollte, wo das Ganze hinführt. Und ja, das hat also somit auch mit meiner Neugier gespielt und hatte beim Lesen auch immer so ein bisschen ein Geschmäckle einfach. Und das fand ich sehr spannend und hat mich auch sehr zum Nachdenken angeregt. Also ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Kommen wir zum Hauptgang. Vincent von Joey Goebel. Übersetzt wurde das Ganze aus dem Amerikanischen von Hans M. Herzog und Matthias Jendes. Das Buch habt ihr ja schon mal ganz kurz auf meinem Kanal gesehen und heute gibt es eine finale Meinung dazu. Zum Inhalt. Es geht hier um einen alten, todkranken Mann, der heißt Foster Lipowitz und der ist Besitzer eines Medienimperiums, ist dadurch reich geworden, dass er den Markt mit wirklich Schrott überschwemmt hat, also wirklich Songs und Filme ohne Mehrwert, ohne Inhalte. Und jetzt, wo er merkt, oh, sein Leben neigt sich dem Ende, will er dem nochmal entgegenwirken und möchte gutes Zeug produzieren. Und dafür eröffnet er eine Schule für hochbegabte Kinder. Es ist aber eine ganz besondere Schule, weil der Werte Foster Lipowitz ist der Meinung, dass Kunst von Kummer kommt. Und deshalb sorgt er dafür, dass diese Kinder leiden werden. Diese Verantwortung übernimmt er natürlich nicht selber, sondern die gibt er ab an sogenannte BeschützerInnen. Vincent hier ist eines dieser hochbegabten Kinder und wir verfolgen seinen Weg. Und sein Beschützer ist Harlan und Harlan erzählt diese Geschichte auch. Mehr will ich gar nicht vorwegnehmen, weil ich das so spannend fand, herauszufinden, wie weit Harlan gehen wird, also psychisch und physisch, wie sehr er Vincent leiden lassen wird, was es auch mit ihm macht, ob es ihn kalt lässt. Was vielleicht noch eine wichtige Info ist, die Eltern wissen Bescheid, was auf dieser Schule passiert und werden sogar dafür bezahlt. Die große Frage, die hier im Raum steht, ist natürlich, ob KünstlerInnen nur gute Kunst schaffen können, wenn sie etwas erleben oder erleidet haben. Und da war ich natürlich sehr gespannt, wie das aufgelöst wird. Also ob jetzt Kunst von Kummer kommt oder nicht und welche Meinung hier präsentiert wird. Das fand ich schon sehr spannend, weil ich selbst der Meinung bin, dass alles möglich sein kann und dass gerade durch diese Vielseitigkeit auch, dass es Menschen gibt, die vielleicht gar nichts Schlimmes erlebt haben, dass da auch was ganz Bezauberndes entstehen kann und was Leichtes und dass irgendwie vieles einfach seinen Wert hat. Ich persönlich bin halt der Meinung, dass Kunst was sehr Individuelles ist und dass jeder Mensch ja was Schönes schaffen kann und irgendwas produzieren kann, was dann wieder Anklang bei anderen findet. Da kommt dann sowieso auch die Frage auf, wer entscheidet denn überhaupt, was Kunst ist? Und was mir dann auch noch in den Kopf kommt, ja, was hat denn der Künstler oder die Künstlerin an sich für einen Wert im Vergleich dazu, was sie als wirtschaftlichen Wert mit sich bringen? Also hat sie dann, haben die KünstlerInnen dann überhaupt noch als Mensch an sich einen Wert oder werden die ausgeschlachtet wie Sau? Also das hat wirklich sehr viel mit mir gemacht und ich habe über sehr vieles nachdenken müssen. Und ich habe das Buch auch nicht so einfach aus den Händen legen können, weil es war wie bei so einem Unfall, wo man nicht weggucken kann. Ja, ich wollte dann wirklich auch wissen, wie weit das halt hier getrieben wird. Also auch wirklich krass, manchmal unangenehm zu lesen, aber gleichzeitig auch wirklich gut. Kommen wir zur Nachspeise. Die Kirsche auf der Sahnetorte. Das wirkliche Leben von Adeline Dieudonné. Ich hoffe, sie wird so ausgesprochen. Ansonsten tut es mir wirklich sehr, sehr, sehr leid. Auf jeden Fall wurde das aus dem Französischen übersetzt von Sina de Malafosse. Auf dem Klappentext steht, eine explosive Coming-of-Age-Geschichte um ein Mädchen, das sich aus der weiblichen Opferrolle befreit. Und ich finde, besser kann man dieses Buch auch nicht zusammenfassen. Es ist halt nicht irgendeine Coming-of-Age-Geschichte, sondern
Es hat halt wirklich was sehr Beklemmendes, was sehr Bedrohliches. Und diese Atmosphäre hat mich von Anfang an so reingezogen, dass ich nur so durch die Seiten geflogen bin. Hier geht es um ein Mädchen. Sie erzählt die Geschichte. Ich muss zugeben, ich habe im Internet geguckt, vielleicht auch zu grob geguckt, aber ich habe den Namen nicht mehr rausgefunden, wie das Mädchen hieß, aber vielleicht wurde der Name auch gar nicht erwähnt. Falls jemand noch weiß, wie sie heißt und falls es hier erwähnt wurde, würde ich mich freuen, wenn ihr das in den Kommentaren hinterlasst. Einfach der Vollständigkeit halber. Das Mädchen auf jeden Fall wächst in einer sehr toxischen Familie auf. Ihr Vater, das ist so ein Mann, der im Leben gescheitert ist und der das kompensiert mit Alkohol und dadurch, dass er immer wieder seine Macht demonstrieren muss. Er schlägt seine Frau. Und die Mutter, die ist halt sehr devot, die möchte halt keine Angriffsfläche für den Vater bieten, was ihn aber manchmal auch trotzdem dann reizt. Und dann gibt es noch ihren Bruder und der ist total lebensfroh und ja, noch so rein. Und das ist ihr so der wichtigste Mensch in ihrem Leben. Mit dem geht sie dann immer auf den Autofriedhof und die spielen da und sie essen ein Eis. Aber irgendwann passiert etwas Schlimmes, was sie und ihr Bruder sehen und das verändert alles. Und von da an ist ihr Bruder einfach nicht mehr wiederzuerkennen und ja, die Geschichte nimmt ihren Lauf. Das Mädchen wächst dann halt so vor sich hin, erfährt Gewalt, erfährt aber auch, was es heißt zu begehren und wächst dann irgendwann über sich hinaus. Und wie das aussieht, müsst ihr unbedingt selber herausfinden. Und ich sage unbedingt, weil ihr das einfach wirklich lesen müsst. Ich bin immer noch total überrascht, was für eine Macht dieses Buch über mich hatte. Und ja, komm, ich spoiler schon mal ein Video von mir, nämlich meine Jahreshighlights für dieses Jahr. Das ist ein Buch, was ihr darin auf jeden Fall wiederfinden werdet. Und deshalb sage ich euch, ihr müsst das unbedingt lesen. Gut, das war's. Alles aufgefuttert. Habt ihr denn schon eines der Bücher gelesen? Und wie ist eure Meinung dazu? Sagt ihr, wow, ja, wir gehen voll mit dir, Annika? Oder nee, ich sehe das ganz anders. Dann bitte her damit in den Kommentaren. Ich freue mich immer über einen Austausch. Und habt ihr Tipps? Also noch mehr solcher Buchtipps? Ich meine jetzt nicht Krimis oder Thriller oder Psychothriller oder irgendwie Horror, sondern wirklich sowas, so eine beklemmende Bedrohlichkeit, die ganz subtil in Romanen einfließt. Wenn ihr da noch Tipps habt, gerne in die Kommentare damit. Und damit verabschiede ich mich. Danke fürs Einschalten, ganz viel Spaß beim Lesen und bis zum nächsten Video. Ciao!